Moment und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Oh, boah, Leute, ist so anstrengend, die Feldarbeit. Mächtig Hunger. Danke. Was das hier, das Brot, mit dem Getreide zu tun hat, das seht ihr heute. Brot essen wir jeden Tag. Es ist eines unserer wichtigsten Nahrungsmittel. Deshalb sagt man auch Grundnahrungsmittel dazu. Es gibt tausende verschiedene Brotsorten, aber hergestellt werden sie alle ähnlich. Man braucht dafür Getreide, also zum Beispiel Roggen, Gerste, Hafer oder Weizen. Auch Reis und Mais sind Getreidesorten. Aus den Körnern, die im Getreide stecken, mahlt man Mehl. Und mit dem kann man dann Brot backen. Wie das geht, das wussten schon die Steinzeitmenschen vor mehr als 5000 Jahren. Ich check heute, wie man Getreide erntet, darf sogar Mähdrescher fahren und helfe einem Müller beim Kornmahlen. Packen wir es an. Hier kommt der Brotcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie funktioniert ein Mähdrescher? Wie wird aus Korn Mehl? Und was macht die Hefe im Teig? Das check ich für euch. Zuerst bin ich bei Bauer Ralf. Der zeigt mir auf seinem Biofeld, wie man mit der Getreideernte anfängt. Oh, wie toll. Das ist alles deins, alles ja. Dein Getreide. So ist meins. Was ist das für welches? Das ist Weizen. Weizen? Okay. Kann man da richtig reingehen? Ja, da können wir reingehen. Ja, machen wir nicht kaputt, wenn nein, wir... Gehen und darfst schon reingehen. Ja. Echt so. Okay, das ist alles Weizen, hast du gesagt, ne? Ja, das ist Weizen. Woran erkennt man das? Schau mal hier. Jetzt reißt man so eine Pflanze aus. Kann man einfach ausreißen? Ja, genau. So. Genau. Aha. Das ist die ganze Weizenpflanze. Ja, ein so ein Halm dann, ja. Ne? Und was ist das hier oben? Das da oben ist die Ehre. Die Ehre? Mhm. So wie die Ehre. Also, es ehrt mich, dass du heute hier mir das alles erklärst, oder was? So ähnlich, bloß mit E. Ach so, man schreibt es anders. Ja. Mit einem E vorne, okay. Aha. Und wenn du jetzt einmal reibst, dann kommen da die Körner raus. Siehst du das? Ja, guck mal da. Und das schon ganz viele goldgelbe Körner. Ja, genau. Die Körner sitzen im Spelz drin. Mhm. Und dann, wenn es jetzt getrennt wird, dann sagt man da dazu Spreu zu dem. Okay. Das heißt, jedes einzelne Korn ist in Spelz verpackt. Genau. Wenn ich das Korn aus dem Spelz raushole, bleibt Spreu übrig. Ja, genau. Ja, ja. Okay, kapiert. Kommt daher eigentlich die Spreu vom Weizen trennen? Ja, genau. Das kommt daher, dieser Spruch? Mhm. Weil man das früher schon gemacht hat? Ja. Ah, ja. Ganz logisch eigentlich. Okay, und das sind die Körner? Ja, genau. Und woher weißt du jetzt, dass die gut sind zum Ernten? Wenn man da drauf beißt und die knacken richtig. Knacken, richtig? Dann sind sie reif. Und das hier ist der Halm, ne? Aha. Auch Stroh. Ist das eigentlich dann der Strohhalm oder was? Ja, kommt genau. Das daher? Ja, von daher. Kann man daraus trinken? Ja. Da, okay, noch ein, da vielleicht. Das, guck mal, Wasser. Funktioniert einwandfrei. Willst du auch einen Schluck? Logisch. Schon erfrischend. Das ist ja drauf. Echt der Strohhalm. Wie cool ist das denn? So, und das Ganze hier müssen wir jetzt abernten, oder was? Ja, genau. Wie machst du das? Ja, mit dem Mähdrescher. So ein Mähdrescher, sowas hast du, so ein Riesen, das sind die Riesendinger, die man auf dem Feld immer sieht, ne? Ja, genau, ja. Hast du so einen? Der da gerade da oben gekommen. Ach, Quatsch! Mein Lieblingsspielzeug. Ist ja ein Riesending. Ja. Können wir uns das angucken gehen? Ja, gerne. Echt? Ja. Wer sitzt da oben drin? Das ist der Ralf, das ist mein Sohn. Noch ein Ralf! Servus! Hi Tobi, grüß dich. Na, dann sollen mir die beiden Ralfs doch gleich mal meine erste Checkerfrage beantworten. Wie funktioniert ein Mähdrescher? Wir haben hier vorne Messer. Das ist aber ein ziemlich großer Rasenmäher. Das ist der Riesenmesser. Die gehen wie bei einem Rasierapparat so hin und her. Also okay, also diese Messer da unten schneiden die Halme ab, oder was? Genau. Bleiben dann stehen. Dann fördert die Haspel, das ist dieser rote Rechen, der dreht sich. Mhm. Und fördert die ganzen abgeschnittenen Halme nach innen. Mhm. Und hier vorne kommt alles in den Mähdrescher rein. Mhm. Und der drischt das Ganze aus.
Im Inneren des Mähdreschers wird das Getreide durch eine Trommel mit einer Walze gejagt. Hier wird es gedroschen. Dabei fallen die Getreidekörner, die wir ernten wollen, heraus. Mehrere Siebe sorgen dafür, dass auch wirklich nur die wertvollen Getreidekügelchen übrig bleiben. Zum Schluss wandern die Körner noch durch eine Röhre nach oben in den Korntank. Und was beim Mähdrescher hinten rauskommt, das schauen wir uns jetzt an. Und das ist jetzt quasi alles, was übrig bleibt, was nicht Korn ist. Genau. Guck mal, es ist wirklich nur noch Stroh, was wir vorhin gesehen haben, und die Ähre, aber ganz leer. Kein einziges Korn mehr drin. Ist alles da drin jetzt. Aber was macht ihr mit dem ganzen Kram, der jetzt hier liegen bleibt? Ich meine, das ist ja eigentlich nur Abfall dann. Das wird gepresst in große Ballen oder Büschel und dann als Einstreu für Tiere benutzt. Als Einstreu? Mhm. Was heißt das? Also der Stall von Schweinen oder Rindern wird damit eingestreut. Und dann liegen die da drauf, oder? Das ist quasi das Bett für die Tiere? Ja, genau. Also bequem ist es. So doll reinhüpfen sollte man vielleicht nicht. So, und jetzt kommt das Beste, Leute. Ich darf selbst Mähdrescher fahren. Boah, das ist so riesig. Ziemlich hoch, oder? Ja. Viel Spaß, gell? Danke. Ciao. Sehr gut. Ich glaube, so setzt sich ganz gut. Ja, schaut gut aus. Ah, super. Genau. Und lenken wahrscheinlich. Lenken wäre auch gut. Ja. Ist das zu schnell jetzt gerade oder geht das? Ein bisschen langsamer vielleicht. Nach ungefähr einer halben Stunde ist der Korntank voll. 5 Tonnen Körner haben wir jetzt im Tank, also ungefähr das Gewicht von 5 großen Autos. Ja, super. Das heißt, unsere Ernte ist entladen. Genau. Und kann jetzt eigentlich zum Müller, oder wie? Erst zum Reinigen und ins Lager und dann zum Müller. Ah ja, perfekt. Dank dir, Ernte gecheckt. Scharfe Messer schneiden das Getreide ab, Walzen befördern es nach innen, wo es gedroschen wird. Hinten raus kommt Stroh. Gecheckt. So, Ralf zeigt mir jetzt mal, wie die damals Getreide geerntet haben, als es noch keine Mähdrescher gab. Was hast du denn da für Instrumente? Da habe ich eine Sichel und da habe ich einen Dreschschlägel. Dreschschlägel? Mit denen hat man das früher geerntet. Das ist scharf, oder, das Ding? Ja, musst du aufpassen. Eieiei. Und, so, und wie macht man das jetzt? Also laufe ich einfach so durch das Feld, oder du wie? Du nimmst jetzt die Halme oben und dann schneidest du es unten ab. Okay. Ja, toll. Und du machst jetzt ein Stück davon und dann drischt man die aus. Dann binden wir die zusammen. Wie man drischt die aus, das verstehe ich nicht. Und dann versuchst du mit dem Dreschschlägel die zum Treffen. Dreschschlägel heißt das? Schlägel. Dreschschlägel? Ja. Okay. Reicht dir das? Ja, mir reicht es. Okay. Achso, ja, dann haben sie das zusammengebunden. Das heißt, ich nehme das Ding und hau da wirklich mit voller Kanne. Ah! Jawohl! Jawohl, nur weiter, es sind noch nicht alle heraus. Ja, aber. Nur ein bisschen treffen, nicht daneben. Und einer noch. Macht's gut. Meinst du, ich habe ein paar Körner rausgeholt? Schauen wir mal nach, oder? Also hier haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Körner auf dem Boden liegen. Guck mal. Die habe ich alle gerade da rausgehauen. Ist natürlich jetzt noch ganz viel Schmutz und so dabei. Pusten wir mal. Ja, so drei Körner habe ich. Das ist ziemlich anstrengend gewesen damals, oder? Schon, ja. Ich denke, dass sie die Leute ganz schön schinden haben müssen. Da haben wir es mir halt schon leichter. Ja, also die haben ja für so ein Feld haben die ja ewig gebraucht. Ja. Boah, bist du froh, dass du jetzt einen Mähdrescher hast? Ich bin sehr froh, dass ich einen Mähdrescher habe. Gedroschen haben die Bauern früher nicht direkt auf dem Feld, sondern im Winter in der Scheune. Vor ungefähr 70 Jahren erfanden die Menschen dann Maschinen, mit denen jeder einzelne Schritt der Ernte leichter ging. Für das, was ein Mähdrescher heute in einer halben Stunde schafft, brauchten die Menschen früher viel, viel länger. Bis sie dann endlich Brot backen konnten, vergingen oft mehrere Monate. Ich mag nicht mehr. Und jetzt eine Frage an euch. Was bedeutet, der Teig geht? A. Der Teig schmeckt ganz okay. B. Der Teig stinkt. Oder C. Der Teig wird dank Hefe größer. Die Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Weiter geht's da, wo das Korn zum Mahlen hinkommt. In der Mühle. Mühlen gibt's oft auf dem Land oder so wie hier in München, mitten in der Stadt. Die Mühle, die ich mir anschaue, erstreckt sich über 4 Stockwerke. Wie die Anlage funktioniert, weiß Müller Stefan. Zu ihm bringen die Bauern aus dem Umland regelmäßig ihr Korn, damit er es dann zum Mehl mahlt. Mal sehen, wie das Korn jetzt aussieht.
Cool, oder? Und aus dem müssen wir jetzt irgendwie Mehl machen. Aber wie? Checkerfrage. Wie wird aus Korn Mehl? Also das Mehl ist innen drin. Außen ist die Schale und das Mehl steckt innen drin. Und wir müssen die Schale irgendwie aufmachen, irgendwie aufbringen. Kann man natürlich auch mit dem Hammer. Guck. Oh. Siehst du? Ja, aufmachen ist gut. Die sind jetzt eher platt, schon aus wie Flocken. Aber guck doch mal, da ist schon auch sowas, was aussieht wie Mehl so ein bisschen hier. Aber das meiste ist einfach platt gequetscht. Aber woraus besteht denn so ein Korn? Was ist denn das jetzt hier alles? Das ist ein Schnitt durch ein Korn. Das ist ein Korn, okay. Ja, und da sieht man hier das Braune, das ist die Schale rundherum. Mhm. Hier ist das Mehl und hier ist der Keim. Ach, das meiste an so einem Korn ist ja dann Mehl, oder? Ja. Und was macht der Keim genau? Ja, der Keim, das ist der Keim für eine neue Weizenpflanze. Mhm. Und das Mehl ist ja eigentlich die Nahrung für den Keim. Ne? Und wir wollen aber das Mehl haben und nehmen das dem Keim einfach weg. Und wie macht man das besser als ich hier mit meinem Hammer? Das mit Stahlwalzen. Aha. Also so große Zylinder, schauen so aus wie das Nudelholz. Und wenn die dann aufgeschnitten sind, dann schauen die so aus. Schau. Also das sind jetzt so das von diesen Walzen zerkleinerte, aufgeschnittene Körner. Genau. Aber wir wollen daraus ja helles Mehl machen, ne? Wie macht man das? Das sieht man jetzt mit Sieben, also mit bespannten Rahmen. Mhm. Das zeige ich dir jetzt. Ja, cool. Wir wackeln jetzt ein bisschen hin und her. Wir müssen unseren Rhythmus mal ein bisschen finden. Ja. Stopp. So. Da siehst du, der Staub ist jetzt nach unten verschwunden. Ja. Das nennt man jetzt einen Schrot. Mhm. Schauen wir mal, was unter dem Sieb ist. Ganz grobes Mehl. Heißt Grieß. Grieß nennt man das. Grieß. Mhm. Schauen wir mal aufs nächste. Noch eins drunter haben wir ja noch. Das nennt man jetzt Dunst. Dunst. Was ist das? Dunst. Okay. Ist das? Ja, ist immer noch nicht ganz fein. Das ist kein richtiges Pulver. Nicht ganz sauber. Unter dem letzten Sieb, was haben wir da? Mehl. Mehl. Ach Quatsch. Das ist fertiges Mehl. Ja, ja. Und all das, was wir beide zusammen gemacht haben mit den Sieben, das macht deine Mühle über 4 Stockwerke in groß. Ja, die 2 großen Kästen. Kannst du das mal anschalten eigentlich? Ja, gerne. Ach Gott. Und die machen quasi gerade in schnell, was wir hier so gemacht haben. Sind wir schneller, oder? Also nochmal. Stahlwalzen brechen die Körner auf und es entsteht Schrot. Den schütteln dann die großen Rüttelmaschinen kräftig durch. Anschließend wird durch vielfaches Sieben die Kornschale rausgefiltert. Alles, was gröber ist als das feine Mehl, läuft durch Rohre nochmal zu den Stahlwalzen und wird insgesamt 16 Mal durchgerüttelt und gesiebt, bis sich auch das letzte Mehlpulver von der Schale gelöst hat. Übrig bleibt dann feines weißes Mehl. Übrigens, wenn man die Schale nicht mit Sieben rausfiltert, sondern einfach nur alles immer feiner zermalt, bekommt man Vollkornmehl. Also Mehl, in dem das volle Korn in zerkleinerter Form noch drin ist. Früher hat man Mühlen nicht mit Strom, sondern mit Wasser oder Windkraft angetrieben. Schaut mal hier. Bei einer Windmühle zum Beispiel trifft der Wind hier auf die Flügel, sodass sich das Windrad dreht. Das Windrad ist innerhalb der Mühle mit anderen Rädern verzahnt, die wiederum mit dem Mühlstein verbunden sind. Der dreht sich mit und das Getreide wird gemahlen. Windmühlen baute man übrigens oft am Meer, weil da der meiste Wind weht. Und genauso wie die Windmühlen funktionieren auch die Wassermühlen, nur mit einem anderen Antrieb. Wassermühlen baute man immer direkt an einen Bach oder einen Fluss, um die Kraft der Strömung zu nutzen. Außen ist das Wasserrad, das ein kleines Stück unter Wasser sitzt. Das vorbeifließende Wasser drückt auf diese Schaufeln drauf und treibt das Rad an. Im Inneren wird die Kraft dann wieder über mehrere Räder an den Mühlstein übertragen. Damals waren die Müller also immer vom Wetter abhängig, weil wenn kein Wind geweht hat oder der Fluss zugefroren war, konnten sie kein Getreide mahlen. Mühlen zermahlen das Korn. Das zermahlene Korn wird dann immer feiner gesiebt, bis Mehl übrig bleibt. Gecheckt. Stefan und ich füllen das Mehl jetzt in große Säcke. So kann es dann zu den Bäckern. Ja, doch nicht. So, das war was machen wir jetzt mit den Säcken? Ja, die müssen jetzt runter. Wie runter? Ich trage aber jetzt nicht die Hunderte von Kilo noch mal 2 Treppenstufen runter. Ja, sowas haben wir eine Rutsche. Eine Rutsche? Ja, komm. Ach Quatsch. Habt ihr das gesehen? Wie cool!
Kann ich da eigentlich auch mal rutschen? Ja, nur zu. Wirklich jetzt? Ja, runter mit dir. Also ich vorausrutschen. Wirklich? Kein Problem. Ja, super. Servus. Oh Gott. Das ist ja super cool! Oh Gott! Das ist ja super cool! Kann ich bitte sofort noch mal rutschen? Ja, ja. Na gut, vielleicht später. Jetzt will ich erst mal Brot backen. So, Stefan, Mehl haben wir gemacht. Jetzt kippen wir ein bisschen Wasser dazu und dann wird das Brot, oder wie? Stopp, stopp, stopp. Jetzt geben wir noch ein bisschen selbstgezogene Hefe dazu. Was Hefe? Das müssen wir uns genauer ansehen. Mit dem Teig geht's also gleich weiter. Vorher klären wir noch die dritte Checker-Frage. Was macht die Hefe im Teig? Hefe bewirkt den Trieb, dass das Brot dann auch wirklich aufgeht. Und richtig zu einem schönen großen Brot wird. Ja. Das hier ist Hefe. Stinkt ein bisschen. In dieser Hefe sind ganz viele kleine Hefepilze drin. Die sind aber so winzig, mit dem Auge kann man die nicht sehen. Trotzdem haben diese Hefepilze richtig Power. Mischt man nämlich Hefe mit Wasser und Zucker, dann legen diese Pilze da drin richtig los. Die fressen den Zucker auf und scheiden dann so ein Gas aus. Kohlendioxid nennt man das. Man könnte sagen, die Hefepilze pupsen. Ey, Mann, die Hefepilze, nicht du! Ah, Mann. Wir probieren das mal aus. Leeres Glas und die Hefe. So ein bisschen. Und umrühren. Und jetzt Zucker dazu. Und? Was passiert? Oh, nix. Aber das liegt daran, dass die Hefe Zeit und Ruhe braucht, um sich zu entfalten. Also, pssst. Oh, Bläschen! Cool, oder? Das sind quasi die Pupse der Hefepilze. Und genau diese Bläschen entstehen auch im Brotteig. Das ist aber gar nicht schlimm, weil die machen, dass das Brot schön groß und fluffig wird und dass es diese kleinen Löcher hier gibt. Ich habe übrigens mal ausprobiert, was passiert, wenn man beim Brotbacken die Hefe weglässt. Hat nicht so gut funktioniert. Guckt euch das mal an. Einmal Brotteig mit Hefe und einmal ohne. Der Teig ohne Hefepilze ist noch ganz platt. Der mit ist so richtig aufgeblasen und doppelt so groß. Das nennt man der Teig geht oder Gärung. Boah, das Brot mit Hefe sieht richtig lecker aus. Und das hier, naja, sieht eher aus wie ein zu harter Keks und schmeckt auch nicht so toll. Hefe sorgt dafür, dass der Teig geht oder gärt, also lockerer und größer wird. Gecheckt. Wir machen heute ein Roggenmischbrot aus Hefe. Mehl haben wir gemacht. Roggenmehl. Ziemlich klebrig. Sauerteig. Der Sauerteig ist wie die Hefe ein Triebmittel, das man braucht, damit der Roggenmehlteig geht und schmeckt. Dann noch Salz dazu und natürlich Wasser. Das gibt nämlich eine richtig schöne Matschepampe. Anschließend müssen wir den Teig ordentlich kneten. Weil das bei viel Teig natürlich ziemlich mühsam wird, hat Stefan dafür eine Maschine. Wenn die fertig geknetet hat, bringen wir den Teig in verschiedene Formen. So, das ist jetzt das Checker-Tobi-Brot. Das muss ich markieren. Mal ich CT rein. Ha, muss ich erstmal hier drunter durch. Also hinlegen und ganz schnell zurückziehen. Ja, ne? Ja. Gar nicht so leicht. Aber hat geklappt. Ich bin sehr gespannt, was aus diesem Brot wird. Das Brot backt jetzt bei 300 Grad ungefähr eine Stunde. Da heißt es warten. Brot wird auf der ganzen Welt gegessen, aber nicht überall das Gleiche. In Frankreich isst man besonders gern so Baguette, in Italien Ciabatta, in der Türkei mag man so ein weiches Fladenbrot, nennt man Pide, und in Indien gibt es noch dünneres Fladenbrot, das Naan. Wir in Deutschland essen am liebsten Schwarzbrot und Vollkornbrot, sowas hier. Dass es auf der Welt so viele verschiedene Brotsorten gibt, liegt auch am Klima. In Südeuropa zum Beispiel, in den wärmeren Regionen, wird viel Weizen angebaut. Daraus kann man dann helle Brotsorten machen, wie zum Beispiel eben Baguette oder Ciabatta. In Mitteleuropa wird auch viel Gerste und Roggen angebaut, weil das auch kältere Temperaturen aushalten kann und daraus macht man dann die dunkleren Brotsorten. Und schaut mal, Mais, auch Getreide, wird vor allem in Nordamerika geerntet, kann man auch Brot draus machen. Und, total abgefahren, auch das ist ein Getreide, Reis, wird vor allem in den feuchten Gebieten, so in Südostasien angebaut.
Leider haben nicht alle Menschen auf der Welt genug von unserem Grundnahrungsmittel, also dem Brot. Vor allem in Afrika und Asien gibt es Millionen Menschen, die Hunger leiden müssen. Und das, obwohl auf der Welt eigentlich genug Getreide produziert wird. Das liegt vor allem daran, dass wir heute Getreide nicht mehr nur zum Essen verwenden. Mit einem Drittel des Getreides auf der Welt füttern wir die Tiere, die uns unser Fleisch liefern. Außerdem nutzen wir Getreide, um daraus zum Beispiel Biokraftstoff für unsere Autos herzustellen. Das Getreide wird immer dann knapp, wenn es eine schlechte Ernte gab, zum Beispiel wegen einer großen Dürre. Dadurch steigen die Getreidepreise. Die Bevölkerung in armen Ländern kann sich das nicht mehr leisten und muss Hunger leiden. Das ist besonders schlimm, wenn man bedenkt, wie viel Brot wir oft wegwerfen. Deswegen lieber mal ein bisschen weniger Fleisch essen und insgesamt nicht so viel wegwerfen. So Leute, Stunde ist rum, die Brote sind fertig. Meins ist auch dabei, ich bin mega gespannt. Gucken, ob es was geworden ist. Schnellere. Sieht zumindest schon mal aus wie ein echtes Brot, würde ich sagen. Heiß, 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 heiß. Boah, guck doch mal, ist doch ein Spitzenbrot geworden. Auch probieren? Gut, oder? Vielen Dank für alles, was mir heute gezeigt hat. Hat voll Spaß gemacht. Bei uns in Deutschland gibt es übrigens noch eine Brotspezialität, die auch im Ausland super beliebt ist, vor allem in den USA. Gemeint ist die Breze, die in Süddeutschland Brezen heißt, in Norddeutschland Brezel und in den USA Pretzel. Ihr Teig besteht ebenfalls aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Damit die Brezen ihre typische Bräunung bekommt, tunkt man sie vor dem Backen in eine ätzende Flüssigkeit, genannt Natronlauge, deswegen auch die Handschuhe. Bevor es in den Ofen geht, bekommen die braunen Kringel auf der Salzstraße noch ihre typischen weißen Körner. Durch die Hitze beim Backen verliert die Lauge ihre giftige Wirkung und sorgt dafür, dass die oberste Teigschicht knusprig braun und super lecker wird. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet, der Teig geht? A. Der Teig schmeckt ganz okay. B. Der Teig stinkt. Oder C. Der Teig wird dank Hefe größer. Habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Richtig ist Antwort C. Dank der Hefe geht der Teig, das heißt, er gärt, wird fluffiger und größer. Stefan, Ende der Sendung. Ich würde sagen, wir rutschen nochmal, aber diesmal von ganz oben. Okay. Du gehst vor. Luca, auf! Kopf einziehen. Servus. So Leute, das war's vom Brotcheck. Ich rutsche mal hinterher. Bis zum nächsten Mal. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, der die Action mag, der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool.